Vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zum Seminar Nichtraucher in 5 Stunden. Jetzt muss ich natürlich fragen, sind Raucher anwesend? Jawohl, bitte alle mal den Arm hoch, die rauchen. Okay, hervorragend, eine ganz homogene Gruppe. Ich habe 13 Jahre lang geschlotet wie ein Bekloppter und ich hätte es mir damals nicht vorstellen können, dass es möglich ist, von einem Tag auf den anderen einfach aufzuhören. Mittlerweile weiß ich, es geht. Und das geht sogar richtig leicht und das macht sogar richtig viel Spaß. Ohne Stress, ohne Gewichtszunahme, ohne das Gefühl, dass man auf was verzichtet. Na, ist das was für Sie? Wenn ja, besuchen Sie das Seminar Nichtraucher in 5 Stunden, denn dort werde ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach mit dem Rauchen aufhören. Jemand dabei, der es noch gar nicht hingekriegt hat? Jemand, der noch nie mit seinem Leben im Rauchen aufgehört hat dabei? Bitte Amo. Gratulation, dann machen Sie es heute auf die richtige Weise gleich zu einer Jasch. Super. So. Hätte mir jemand eine Zigarette für mich vielleicht? Ich brauche dringend eine Kippe, komm. Ja, ich bin so nervös, ich brauche jetzt eine Zigarette. Komm, schnell, schnell, eine Zigarette, ja. Gib mir eine Zigarette. Haben Sie mir eine Zigarette? Ja, geben Sie mir eine Zigarette. Hier, hier, da ist ein... Jetzt kommt der Elfmann hier. So. Weil Rauchen aufhören ist total kompliziert. Am allerliebsten wäre es mir... Wir könnten es wegzaubern. Einfach so... Sie sehen, ich habe da nichts in den Händen, dann war ich einfach so... Jetzt hauen wir das einfach so weg. Und dann ist es weg. Wie geht denn das? Wie geht denn das jetzt? Was ist denn der typische Spruch eines Süchtigen? Ich kann jederzeit aufhören. Ich kann jederzeit aufhören, ich will aber nicht. Und von dem Dreck sind die Erwachsenen abhängig? Das kann mir nicht passieren. Wie funktioniert das? Was ist Nikotin? Nikotin ist das Gift der Tabakpflanze und Nikotin ist einfach nur ein Nervengift. Der Unterschied ist der, sobald wir Nikotin rauchen, ist dieses Nikotin viel lauter als das Acetylcholin. Das blökt diesen Nervenohren einfach so die Ohren voll. Wir sind komplett irritiert. Wir zittern, es wird uns schlecht, es ist ekelhaft und wir freuen uns darauf, wenn dieses blöde Gefühl wieder verschwunden ist. Nach kurzer Zeit kommen wieder die normalen Botenstoffe wieder und wir denken uns, mein Gott, was war denn das jetzt? Oh Gott, da haben wir Gift geraucht. Brauchen wir jetzt die nächste Zigarette? Aber wir wollen eine rauchen, wir wollen eine rauchen. Werden jetzt kommt das nächste Nikotin, wir blöken uns wieder die Nervenohren, weil wir sind wieder irritiert, wieder. Können Sie sich daran erinnern, die erste Zigarette schmieren, Gefühle, Kopfweh, sie müssen sich erbrechen, sie heulen, sie hauen sich in die Horizontale, sie machen sich komplett platt. Und sie freuen sich darauf, dass dieses Nikotin bald wieder aus ihrem Körper verschwindet. Und dann kommen bald nach kurzer Zeit die normalen Nervenbotenstoffe. Das ist die Situation, bevor wir zum Rauchen werden. So. Das Rauchen ist eine Kettenreaktion, um Nikotin zu bekommen. Und jetzt habe ich gleich eine gute Nachricht für Sie. Sie müssen gar nicht mit dem Rauchen aufhören. Es geht nur darum, damit aufzuhören, mit jeder Zigarette das Rauchen aufs Neue anzufangen. Ja, also bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Der bringt einfach wieder alles ins Bewusstsein, was man eigentlich schon weiß, aber doch nicht glaubt. Ja, also ich finde es sehr unterhaltsam. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl jetzt dabei. Die ist schon ausgepackt und wartet auf mich. Ja, mittlerweile weiß ich, Rauchen macht blöd. Hinter dem sitzt eine nackte Frau und der raucht. Er macht das sehr interessant, sehr lustig, sehr aufgelockert. Bruce Springsteen, da steht, Raucher sind Rocker. Raucher gehen durch Wände durch. Raucher sind cool, Raucher sind stark. Da steht nicht, dass Raucher auf der Treppe japsen, impotent sind und Atemprobleme kriegen. Du Schatz, ich würde gerne mit dir ins Bett gehen, aber ich habe so ein kleines Handicap. Dann sieht die Zigarettenwerbung in den 90er Jahren aus, die finde ich auch total schön. Hallo, welche Zigarettenmarke ist das? Sie sind gut konditioniert. Sie sehen einfach Cowboys, denken so von Marlboro. Hallo Leute, das könnte Werbung von einem Ponyhof sein. Das Seminar gefällt mir mal gut bis jetzt hat. Und ich hoffe, dass es der Laus ausrachen. Nicht? Das war mal mein Wunsch. Ich bin überzeugt davon, also, dass das funktioniert. Mir schmecken sie jetzt ja schon gar nicht. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass es lassen wäre. Ich habe jetzt erstmal keinen Appetit zu rauchen. Also so wenig wie ich jetzt geraucht habe, habe ich schon lange nicht mehr geraucht. Auch in die Pausen nicht. Also ich finde es sehr gut. Toll. Ich denke, ich schaff's. Also ich bin ganz guter Hoffnung. Er hat mich schon jetzt sehr gut überzeugt.